Willkommen zu diesem Lernvideo. Heute soll es um die Herstellung von Pufferlösungen gehen in der Praxis. Man könnte meinen, kein Problem. Hierfür gibt es ja die Puffergleichung, mit der ich das Ganze berechnen kann. Also, dass man hier einen pH-Wert vorgegeben bekommt, für den man einen Puffer herstellen will. Und dass man mithilfe dieser Puffergleichung dieses Konzentrationsverhältnis Ca- zu CHA berechnen kann. Wir werden aber Methoden kennenlernen, wo man diese Puffergleichung nicht braucht, und wir werden auch sehen, warum es nicht so gut ist, mit dieser Puffergleichung rechnerisch herzuleiten. Das ganze Lernvideo richtet sich an Laborpersonal, zum Beispiel Laborantinnen oder Laboranten oder auch chemisch-technische Assistenten. Das heißt, ich setze ein bisschen Vorkenntnisse voraus, damit sie mit diesem Lernvideo was anfangen können. Sie sollten sich auf jeden Fall schon mal auskennen, was das Rechnen angeht, mit Stoffmengenkonzentrationen und auch allgemein das chemische Rechnen. Dann sollten Ihnen Titrationskurven was sagen von schwacher Säuren. Und last but not least, Sie sollten auch die Zusammensetzung von Puffern kennen und auch die Puffergleichung oder häufig auch Henderson-Hasselbalch-Gleichung genannt. Das Ganze wird relativ unterrichtsähnlich stattfinden. Und deswegen sollten Sie Papier und Stift bereithalten und einen Taschenrechner. Und gleichzeitig sollten Sie sich noch ein Arbeitsblatt downloaden und am besten ausdrucken bei www.laborberufe.de, und zwar im Ordner C2BL, also im Ordner für die Biolaboranten des zweiten Lehrjahrs. Das Arbeitsblatt hat den Titel Herstellung von Pufferlösungen am Beispiel von Phosphatpuffern. Und wir werden in diesem Lernvideo immer wieder Bezug nehmen auf dieses Arbeitsblatt, und Sie müssen dort auch Sachen ergänzen und so weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Arbeitsblatt erstmal zu holen und auf jeden Fall auch auszudrucken. Warum sollte ich jetzt nicht diese Puffergleichung benutzen, oder auch Henderson-Hasselbalch-Gleichung genannt, um einen Puffer zu berechnen? Die Gleichung hat ja folgenden Aufbau. pH ist gleich pKs der sauren Komponente plus 10er Logarithmus von der alkalischen Komponente geteilt durch die saure Komponente. Und wenn ich jetzt eine Vorgabe habe, stellen Sie einen Puffer her mit pH 5 oder pH 6, da könnte ich hier einfach diese Vorgabe einsetzen. Und da der pKs-Wert bekannt ist, könnte ich dann die Konzentrationsverhältnisse hier an A- und HA berechnen, dieser beiden Puffersubstanzen. Das wird in der Praxis aber nicht so gemacht. Der Grund hierfür ist einfach der, dass wenn Sie Ihren Puffer so berechnen, das heißt die beiden Konzentrationen hier mithilfe dieser Puffergleichung ausrechnen, dass der pH-Wert, den Sie dann messen, von dem Wunsch-pH-Wert abweichen kann. Die Formel ist nämlich nur bedingt geeignet, sie bildet nämlich die Realität nicht zu 100% ab. Der Hintergrund ist einfach der, in dieser Formel haben wir hier die Konzentrationen eingesetzt, Ca- und CHA. In der Realität müssten hier aber Aktivitäten stehen, also die tatsächlich wirksamen Konzentrationen. Die können sich nämlich von den nominellen Konzentrationen durchaus unterscheiden. Vor allem, wenn Sie nicht sehr dünne Lösungen haben, sondern die etwas konzentrierter sind, kann es da größere Abweichungen geben. Wenn Sie denn also mit dieser Formel berechnen, werden Sie feststellen, der von Ihnen hergestellte Puffer ist ungenau. Die Formel gilt also nur für Aktivitäten. Die tatsächlichen pH-Werte Ihrer Pufferlösungen können dann bis zu 0,4 Einheiten abweichen von dem Wunsch-pH-Wert. Und das ist nicht akzeptabel. Und deswegen muss es eben andere Methoden geben, mit denen man den Puffer eben herstellen kann. Wie jetzt die Herstellung tatsächlich erfolgt, klären wir am besten mit Hilfe dieses Arbeitsblattes. Herstellung von Pufferlösungen am Beispiel von Phosphatpuffern. Da gibt es eine Beispielaufgabe, und zwar lautet die, es sollen 1000 Milliliter einer Phosphatpufferlösung hergestellt werden, die bei pH 7,0 abpuffert. Die Gesamtkonzentrationen aller HXPO4-Einheiten soll C-Gesamt 250 Millimol pro Liter betragen. Zur Verfügung stehen NaOH, HCl, H3PO4, also die Phosphorsäure, 2 Mol pro Liter, und alle Natriumsalze der Phosphorsäuren. Und hier müssen Sie jetzt eben die Summenformeln dieser Natriumsalze der Phosphorsäure hier ergänzen. Und gleichzeitig steht ja noch zur Verfügung an Daten die Säureexponenten
also die pKa-Werte der Phosphorsäure, das ist ja eine dreiprotonige Säure oder eine dreiwertige Säure und entsprechend hat die eben drei pKa-Werte. Schauen Sie, dass Sie bitte das erstmal ausfüllen hier, diese Lücken, und dann können wir uns gleich etwas näher mit dieser Aufgabe beschäftigen. Die Natriumsalze der Phosphorsäure, die leiten sich einfach dadurch ab, dass man die Wasserstoffatome von H3PO4 zunehmend ersetzt durch Natrium. Das erste ist das NaH2PO4, also das Natriumdihydrogenphosphat. Da wurde ein Wasserstoff durch Natrium ersetzt. Ersetzt man zwei Wasserstoffe, ausgehend von H3PO4, kommt man zu dem Na2HPO4, zu dem Dinatriumhydrogenphosphat oder auch nur Natriumhydrogenphosphat genannt. Und wenn man alle drei Wasserstoffatome ersetzt, dann kommt man zu dem zur Verbindung Na3PO4 zum Natriumphosphat. Als dreiprotonige Säure bietet die Phosphorsäure drei pKa-Werte. Der erste liegt bei 2,16. Das erste Proton lässt sich also noch relativ leicht abspalten. Der zweite pKa-Wert ist 7,21. Braucht man also schon deutlich basischeren Reaktionspartner, um das auch abzuspalten. Und das dritte Proton verliert die Phosphorsäure nur im stark alkalischen Bereich. Da beträgt der pKa-Wert 12,32. Als nächstes sollen Sie sich entscheiden, welches Pufferpaar Sie eben einsetzen wollen. Es gibt ja, ein Puffer besteht ja immer aus einer schwachen Säure, HA genannt, ganz allgemein, und der dazugehörigen, also der korrespondierenden Base, häufig mit A- allgemein bezeichnet. So, und da die Phosphorsäure aber eine dreiprotonige Säure ist, gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten für solche Kombinationen. Einmal kann man als HA, also als saure Komponente H3PO4 wählen und die protonenärmere Variante wäre dann H2PO4- als A-. Man kann aber auch H2PO4- als saure Komponente einsetzen und es kombinieren mit HPO42-, also mit der protonenärmeren Variante. Dieses Paar wäre die zweite Möglichkeit, das denkbar ist. Und ein drittes Paar ist auch denkbar. Und zwar, wenn man hier HPO42- als Säure einsetzt, als saure Komponente des Puffers. Und die alkalische Komponente des Puffers wäre dann PO43-. Überlegen Sie sich also, welches dieser drei Paare Sie eben einsetzen wollen und schreiben Sie Ihre Wahl dann hier auf und den dazugehörigen pKa-Wert. Tipp von mir, es hängt viel mit dem Wunsch-pH-Wert von 7,0 zusammen, welches Paar Sie wählen. Allgemein erstreckt sich die Pufferwirkung immer plus minus eine pH-Einheit rund um den pKa-Wert. Und wir wollen ja einen Puffer haben, der bei pH 7,0 puffert. Und dafür ist dieses Paar besonders geeignet, H2PO4- und HPO42-, weil der pKa-Wert von HA, der beträgt ja hier für H2PO4- beträgt der 7,21, was in der Nähe liegt von unserem Wunsch-pH-Wert von 7. Und da sich die Pufferwirkung immer nur rund um eine pH-Einheit, rund um den pKa-Wert erstreckt, brauchen wir eben ein Pufferpaar, was eben, wo die saure Komponente eben einen pKa-Wert von ungefähr 7 hat. Und das ist eben das hier, 7,21. Und das entspricht eben als für HA eben diesem Dihydrogenphosphat. Das ist hier Bestandteil dann des Natriumdihydrogenphosphats. Da ist natürlich als Gegenion noch Natrium vorhanden. Aber das Natrium, das spielt keine Rolle bei der Pufferwirkung, das ist nur als Gegenion vorhanden. Also wir schreiben auf, als HA wählen wir eben H2PO4. Also H2PO4-, das ist dann eben die saure Komponente und das A-, das dazugehörige, ist HPO42-. Und der pKa-Wert von HA, also der pKa-Wert, das ist auch eine Komponente, das war nämlich der hier oben, 7,21.
Bei der Begründung der Wahl können wir aufschreiben, der pKs-Wert der sauren Pufferkomponente muss nahe dem gewünschten pH-Wert liegen, da Pufferwirkung nur bei pKs plus minus 1, also nur rund um plus minus eine pH-Einheit rund um den pKs-Wert kann man mit einer solchen Pufferwirkung sprechen. Und bei uns passt es eben gut, wir haben einen Puffer, der bei 7,0 abpuffern soll und der eine pKs-Wert liegt bei 7,21, da ist also diese Bedingung erfüllt. Bei den anderen beiden Puffersystemen wäre das nicht erfüllt, also bei 12,32 und bei 2,16, die sind weit weg von diesem 7,0, was wir haben wollen. Und deswegen sind wir eben festgelegt auf dieses Puffersystem hier, H2PO4- und HPO42-. Einer dieser beiden Komponenten ist geeignet, OH-, was man zugibt, abzufangen. Und die andere dieser beiden Komponenten ist dazu in der Lage, H3O+, die man zu der Lösung gibt, abzufangen. Daher kommt ja die Pufferwirkung zustande, dass einmal OH- abgefangen werden kann und H3O+ abgefangen werden kann. Sie sollen hier gerade die entsprechenden Reaktionsgleichungen aufschreiben, also die eine Komponente eben, die OH- abfängt, einfach reagieren lassen mit dem OH-. Und hier die beiden Komponenten, die Komponente, die mit H3O plus reagiert, auch hier die Reaktionsgleichung ergänzen, wie die eben H3O plus neutralisieren oder vernichten kann. Schreiben Sie sich also, drücken Sie jetzt gerade bitte auf Pause und schreiben Sie die beiden Reaktionsgleichungen auf, die hier hingehören. So, zum Abfangen der OH minus braucht man eben die saure Komponente H2PO4 minus und zusammen mit dem OH minus wird es halt deprotoniert und da entsteht dann HPO42- draus und aus dem OH- wird H2O. Also die hinzugegebenen OH-, die werden eben abgefangen und neutralisiert zu H2O. Analog dazu werden die H3O-Ionen durch die alkalische Komponente aufgefangen, also das HPO42-. Gibt man nämlich H3O plus dazu, dann wird das HPO42- protoniert, da entsteht dann H2PO4- draus und das H3O+ ist damit auch vernichtet worden, daraus wird nämlich dann eben H2O wieder. Im nächsten Abschnitt ist nochmal beschrieben, warum man das Ganze jetzt nicht durch Rechnung herstellt mit Hilfe der Puffergleichung, sondern wieso man eben andere Methoden wählt. Lesen Sie sich das bitte gerade kurz durch. Vorher haben wir das schon besprochen und es sollte jetzt eben kein Problem für Sie sein, nachzuvollziehen. Wie man das jetzt in der Praxis macht, die Herstellung, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man mischt direkt 0,25 molare Lösungen der beiden puffernden Komponenten HA und A-. Die Aufgabenstellung sah ja bei uns vor, dass wir einen Phosphatpuffer herstellen sollen mit einer Gesamtkonzentration an allen Phosphateinheiten, also HXPO4, ne, das könnte zum Beispiel H2PO4- sein oder HPO42-, alle diese Teilchen, die Phosphat enthalten. Deren Gesamtkonzentration soll insgesamt 250 Millimol pro Liter betragen. Wir können jetzt hergehen und können eine Lösung herstellen mit 250 Millimol pro Liter an saurer Komponente. Also pro Liter sind dann 250 Millimol drin von HA. Ja. Und in einem anderen Gefäß stellen wir auch eine 250 millimolare Lösung her, und zwar von dem Stoff hier HPO42-. Also wir nehmen einfach das Dinatriumhydrogenphosphat in einer Konzentration von 250 Millimol pro Liter. So, und die beiden Bechergläser, die jetzt eben einmal das und einmal das enthalten, die werden jetzt zusammengekippt und man misst dann ständig den pH-Wert mit dem pH-Meter. Und ist der pH-Wert noch zu sauer, also sind wir noch unterhalb von 7, geben wir einfach etwas mehr von der alkalischen Lösung dazu, dann erhöht sich der pH-Wert und nimmt irgendwann mal den 7,0-Wert an. Ist der pH-Wert zu alkalisch, weil wir etwas zu viel Hydrogenphosphat-Lösung zugegeben haben, ja, dann müssen wir halt einfach ein bisschen mehr saure Lösung dazu geben, also von diesem Natriumdihydrogenphosphat,
mit 250 Millimol pro Liter. Und dadurch senkt sich der pH-Wert ab und erreicht dann eben auch 7,0. Also wird einfach, beide Lösungen werden einfach unter Verfolgung des pH-Wertes zusammengekippt, bis der pH-Wert stimmt und bis wir das passende Volumen erreicht haben. Bei uns soll ja das Volumen 1000 Milliliter sein. Also wenn man halt bei 1000 Milliliter ist und der pH-Wert ist noch nicht bei 7,0, sondern zum Beispiel bei 7,2, dann weiß ich, ich muss noch ein bisschen mehr saure Komponente zugeben. Natürlich komme ich dann über die 1000 Milliliter drüber, aber das spielt keine Rolle. Muss man halt einfach so herstellen, dass einem das Volumen reicht. Und das ist sehr praktisch als Mindestvolumen zu interpretieren, was man eben einsetzen muss. Wieso das Ganze jetzt funktioniert, kann man sich mit einer Folie klar machen. Und zwar kann man sich mal vorstellen, wir haben eben die saure Komponente mit 250 Millimol pro Liter und wir haben die basische Komponente mit 250 Millimol pro Liter für sich alleine schon hergestellt. Also die zwei Teilchen im Kasten, das soll immer für 250 Millimol pro Liter stehen. Auch die basische Komponente hat eben genau dieselbe Konzentration. Und egal, wie man diese beiden Komponenten mischt, mit welchem Mischungsverhältnis auch immer, das Gesamtgemisch, was entsteht, hat zu jedem Zeitpunkt auch 250 Millimol pro Liter. Hier habe ich zum Beispiel angedeutet, dass ich dreimal so viel von der sauren Komponente nehme und nur einmal die alkalische Komponente. Aber wenn Sie mal schauen, pro Kästchen sind hier auch zwei Teilchen immer noch vorhanden. Also die Gesamtkonzentration von 250 Millimol pro Liter für alle HX-PO4-Einheiten ist hier gewahrt. Gleiches gilt natürlich auch, wenn Sie das 1:1 mischen. Sie sehen, auch hier ist wieder die der Gehalt pro Kästchen eben 2. Also auch hier sind die Konzentration aller HX-PO4-Teilchen 250 Millimol pro Liter. Und im letzten Fall auch, wenn ich dreimal so viel nehme an basischer Komponente wie an saurer Komponente. Es spielt also wirklich überhaupt keine Rolle, in welches Mischungsverhältnis ich auch immer brauche, um 7,0 zu erreichen. Ich brauche mir überhaupt keine Gedanken machen, das mit 250 Millimol pro Liter wird in jedem Fall erfüllt sein, wenn die beiden Ausgangskomponenten auch schon diesen Gehalt hatten. Man kann also schreiben, in jedem Verhältnis bleibt C Gesamtpuffer im Gemisch erhalten. Sie können also bei A aufschreiben, eine 0,25 molare NaH2PO4 Lösung. Saure Komponente wird mit einer 0,25 molaren Na2HPO4 Lösung, also basische Komponente, gemischt, bis der gewünschte pH-Wert eingestellt und das benötigte Volumen erhalten wurde. Ist der pH-Wert zu sauer, wird mehr basische Komponente zugegeben bzw. umgekehrt. Durch den Einsatz von 0,25 molaren Lösungen ist gewährleistet, dass auch die Mischlösung stets 0,25 molar ist. Die zweite Möglichkeit lautet ja, kontrollierte Zugabe von Base zur sauren Komponente bzw. umgekehrt. Ich habe Ihnen jetzt hier auf dem Arbeitsblatt auch diese Titrationskurve dargestellt von Phosphorsäure mit Natronlauge. Also hier zu Beginn hat man reine Phosphorsäurelösung und man beginnt jetzt eben hier NaOH zuzutropfen und hier ist aufgetragen der pH-Wert. Und man sieht eben, es ist ja eine dreiprotonige Säure, man sieht hier allerdings nur zwei Sprünge, weil der eine letzte Sprung, der ist schon zu alkalisch, als dass man den sehen würde, der wäre irgendwo hier. Aber zwei Sprünge sind eben hier deutlich zu erkennen. Hier ist der Wunsch-pH-Wert von 7,0 und man kann jetzt zum Beispiel starten, indem man 0,25 Mol H3PO4 vorlegt. 0,25 Mol, das muss man, wenn man reine Phosphorsäure hat, kann man das einfach abwiegen, muss also mit der molaren Masse berechnen, wie viel Gramm das sind und das eben in Wasser geben. Und dann kann man schon mal ein bisschen mit Wasser verdünnen auf zum Beispiel 800 Milliliter, so wie es hier dasteht. Wenn wir aber zum Beispiel eine Phosphorsäurelösung haben, die 2 Mol pro Liter hat,
dann muss man halt ausrechnen, wie viel Milliliter man einsetzen muss an dieser 2-molaren Phosphorsäure, damit da drin 0,25 Mol H3PO4 gelöst ist und dieses Volumen eben einsetzen. In jedem Fall, wie auch immer, wir brauchen 0,25 Mol H3PO4, entweder in gelöster Form oder in reiner Form. Wenn man es in reiner Form hat, dann gibt man aber auch noch etwas Wasser dazu, sodass er auch da in jedem Fall gelöst vorliegt. So, wir starten also hier dann unsere Titration und wir geben jetzt einfach NaOH dazu. Wie konzentriert die Natronlauge ist, die ich dazu gebe, spielt überhaupt keine Rolle. Ich kann auch festes Natriumhydroxid dazu löffeln. Auf jeden Fall wird es eben zu dieser Phosphorsäurelösung gegeben, bis der gewünschte pH-Wert erreicht ist. Irgendwann mal kommt es zu einer sprunghaften Zunahme des pH-Wertes und dann flacht die Kurve aber wieder ab. Und hier bin ich dann vorsichtig in der Nähe von meinem Wunsch-pH-Wert und gebe nur noch ganz wenig NaOH dazu, bis ich halt eben meinen gewünschten Wert gerade erreicht habe, 7,0. So, und dann höre ich mit der Titration bzw. der Natronlaugezugabe höre ich dann auf und dann fülle ich auf genau 1 Liter auf. Dann hat nämlich der Phosphatpuffer, der dann entsteht, genau 250 Millimol pro Liter, wenn ich das noch auf 1000 Milliliter auffülle. Also wie gesagt, ich lege alle Phosphatteilchen, die im Puffer rumschwimmen, lege ich als saure Komponente vor oder in Form von H3PO4 vor und gebe halt eben so lange NaOH dazu, bis der Wunsch-pH-Wert erreicht ist. So, ich kann also von H3PO4 ausgehen, ich muss aber nicht. Ich kann auch von NaH2PO4 ausgehen, also von der sauren Pufferkomponente. Da müsste ich auch 0,25 Mol dieser Verbindung vorlegen und in etwas Wasser lösen. Zum Beispiel steht hier auf 800 Milliliter. Dann würde ich meine Titration eben hier starten. Auch wenn ich NaH2PO4 vorlege, gebe ich eben NaOH dazu. Und bei dieser Zugabe von NaOH wird eben ein Teil von dieser Verbindung eben in die korrespondierende Base umgewandelt. Und ich habe dann hier bei diesem pH-Wert von 7 tatsächlich wieder ein Gemisch von H2PO4 und HPO42-, was ja auch meine beiden zu puffernden Substanzen sind. Also durch diese teilweise Titration wird eben da gerade der gewünschte Anteil überführt in die korrespondierende Base. Auch hier bei H3PO4, wenn ich mit dem starte, wenn ich NaOH zugebe, wird erstmal das H3PO4 natürlich deprotoniert. An der Stelle hier liegt dann nur noch eine NaH2PO4-Lösung vor. Es wird also vollständig deprotoniert. Ich mache hier aber gerade weiter und dann wird eben ausgehend von dem hier auch wieder ein Teil überführt in HPO42-. Wir können also aufschreiben, die gesamte Puffersubstanz, 0,25 Mol, wird in Form von NaH2PO4 oder H3PO4 vorgelegt und mit H2O verdünnt. Zum Beispiel auf 800 Milliliter, also nahe dem Endvolumen von 1000 ml. Nun wird NaOH oder NaOH-Lösung dazu gegeben, bis der gewünschte pH erreicht ist und auf das Zielvolumen, also 1000 ml, mit H2O aufgefüllt. Folgepfeil: C Gesamt an HXPO4 ist 250 Millimol pro Liter, also so wie gefordert. Man kann jetzt hier auch auf die Idee kommen, die basische Komponente vorzulegen, also 0,25 Mol Na2HPO4 und dann eben Säure dazu geben. Das funktioniert auch, aber es gibt hier einen großen Unterschied im Vergleich zu vorher. Also wenn man hier 0,25 Mol Na2HPO4 vorlegt und auf 800 Milliliter mit Wasser verdünnt, hat man ungefähr diesen pH-Wert. Jetzt darf ich allerdings, um das saurer zu machen, um zu meinem Wunsch-pH-Wert zu kommen, nicht Phosphorsäure dazu geben. Weil wenn ich Phosphorsäure anfange dazu zu geben, dann verändere ich ja auch die Anzahl der HXPO4-Einheiten und die beträgt dann nachher am Ende nicht mehr 0,25 Mol pro Liter, sondern sie wird deutlich größer sein. Und wie viel größer, weiß ich eben nicht. Und deswegen darf man da keine Phosphorsäure dazu geben, um von hier, von diesem Punkt, zum pH 7 zu gelangen.
Man kann jetzt eine andere Säure nehmen, zum Beispiel Salzsäure. Das funktioniert auch wunderbar und es entsteht tatsächlich eben ein Puffer, der bei pH 7 auch seine Pufferwirkung entfaltet und auch die Konzentration an HXPO4 wurde dadurch nicht geändert, wenn ich am Ende auf 1000 Milliliter auffülle. Es gibt aber einen kleinen Unterschied. Wenn ich hier anfange und HCl dazu gebe, dann fange ich an, Chloridionen zur Lösung zu geben. Und streng genommen sind es eben Fremdionen, die laut Aufgabenstellung nicht in der Lösung sein sollten. In der Praxis ist das aber überhaupt nicht schlimm, weil Chloridionen in der Regel indifferent sind, auch bei biologischen Versuchen und deswegen spielt es keine Rolle. Und deswegen in der Praxis könnte man sehr wohl hier eben auch HCl dazu geben, muss aber eben damit leben, dass da noch Chloridionen dann drin sind. Wir können zum Schluss also noch aufschreiben. Es kann auch die basische Komponente vorgelegt und zum Beispiel HCl zugegeben werden, bis der gewünschte pH-Wert erreicht ist. Der Puffer enthält dann aber eine andere Ionenzusammensetzung, zum Beispiel Chloridionen. Als Zusammenfassung zur Pufferherstellung können Sie sich also zwei Möglichkeiten aufschreiben. Die Möglichkeit 1. Beide Pufferkomponenten werden jeweils getrennt voneinander in H2O gelöst, jeweils mit C gleich C Gesamtpuffersubstanz. Danach so miteinander mischen, bis pH-Wert stimmt. Neben dieser Möglichkeit gibt es jetzt auch noch eine zweite Möglichkeit, die wir ja auch gerade besprochen haben. Und die zweite Möglichkeit ist eben folgende. Die gesamte Puffersubstanz als HA vorlegen, also als saure Komponente, und dann so lange Lauge zu geben, bis der pH-Wert stimmt. Oder A- vorlegen und Säure zu geben. Das ist also die zweite Möglichkeit, über eine Titration eben herzustellen. Zum nochmal üben und abrunden sollten Sie jetzt ein paar Aufgaben selber machen. Und zwar finden Sie hierzu ein Arbeitsblatt auch bei www.laborberufe.de, wieder im Ordner C2BL. Und zwar heißt es Arbeitsblatt Aufgaben zu Protolysen, pH-Wertberechnungen und Pufferlösungen. Und hier gibt es einen Abschnitt 4 mit lauter Aufgaben rund um die Puffergleichung und rund um die Herstellung von Puffern. Und mit dem vorher Gesagten sollten Sie jetzt in der Lage sein, zum Beispiel die Aufgabe 4.5 oder die Aufgabe 4.7 zu bearbeiten. Die Musterlösungen zu diesen Aufgaben finden Sie auch im gleichen Dokument, wenn Sie einfach durchscrollen. Da kommen dann die Lösungen, da können Sie dann schauen, ob Sie es richtig gerechnet haben. Viel Erfolg!